Guten Morgen, Internet! Heute spielen wir wieder eine kleine Challenge und es wurde uns schon gesagt, wir dürfen heute nicht competitive sein und uns nicht streiten. Es wird sehr schwer, denn ich trete gerne gegen dich an. Bei einem Spiel. Ja, und welches Spiel das ist, sehen wir genau nach dem Tunnel. Heute haben wir was rausgefunden und zwar begeben wir uns in folgende Situation. Wir sind im Urlaub, schön Remini oder so, ne? Schön am Strand. Remini. Schön, schon Handtuch liegt auf der Liege. Wir fühlen uns deutsch und durchgeurlaubt, fast schon. Und dann willst du dir so ein schönes, ich soll sagen, anonymes Eis holen an der Eisdiele. Mhm. Das, was du sonst immer so isst. Das Anonyme von Amnüse zum Beispiel. Amnüse. Dann stehst du an der Diele und denkst dir so, was ist denn das? Ein Mikrofon, eine Mikrofonhalterung? Ja, aber dazu kommen wir später. Nee, was ist denn das für ein Markenname zum Beispiel? Und deswegen haben wir unsere bekannten deutschen Markennamen heute mal hier aufgelistet. Und hier stehen und liegen ein paar wunderbare Markennamen, die es im Ausland dann gibt, die im Prinzip genau die gleichen sind, aber eben anders heißen. Und wir müssen heute rausfinden, was das ist. Und wir haben natürlich wie immer jemanden dabei, der uns dafür überprüft, der wunderbar aussieht, der schön ist, ein Beach Boy. Der kommt aber erst natürlich nach dem Trainer. Da ist er! Wer hätte es gedacht? Ich habe es ja gesagt. Ne? Ich bin voll jugendtrennmäßig reingekommen. Hi, wir haben ein bisschen umgebaut. Wir stehen hier. Erklär uns nochmal, was geht. Ja, also folgendes. Ihr seht an der Tafel die deutschen Markennamen. Ich habe hier die ausländischen Markennamen. Und was ich machen werde, ist, ich verpasse euch so ein Ding und ihr müsst es zuordnen. Ja. Und erst am Ende lösen wir auf, ob ihr richtig lagt und auch, woher die Dinger kamen. Arbeiten wir doch zusammen oder gegeneinander? Nee, ihr arbeitet zusammen, weil wir sind ein harmonisches Format. So. Ja, am frühen Morgen wollen wir hier keinen Ärger haben, ne? Ja. Okay, super. Dann gebe ich euch jetzt mal die Nummer 1. Es handelt sich um Vauxhall. Vauxhall. Von welchem Land könnte das denn kommen, Kelly? Was sagst du das her? Ich bin ja eine erfahrene Reisende und kenne mich dementsprechend aus. Deswegen würde ich sagen... Ja, du warst schon viel unterwegs. Ich finde, das ist irgendwie... nur weil es mit V anfängt und... Ja, aber jetzt überleg mal, die Betonung auf Viagra. Vauxhall. Das stimmt. La. Also ich darf keine Tipps geben, aber es stimmt auf jeden Fall. Okay, ja, sagst du? Ich würde Viagra nehmen, ja. Okay. Also fast schon, Moment, weil Deichmann ist so Deichmann. Danke, das ist voll nett, dass du deine Tunnel auch aufmachst heute. Gisela ist glücklich. Gisela. Guck mal, da war Gisela. Okay, das war dann die Nummer 1. An die Zuschauer, ihr könnt natürlich auch liebend gerne schon live mitraten. In den Kommentaren. Richtig, ja. Jetzt. Als nächstes haben wir Captain Birdseye. Ja, würde ich oder auch der Kapitän. Oder Dr. Oetker. Langnese. Ich lese die ganze Zeit Lasagne und denke mir, das kann ich machen. Meister Proper nehmen. Okay. Eine Sekunde. Da fehlt irgendwie was. Anscheinend hat der Praktikant. Ich weiß nicht, wer das ist. Also das gehört mal, nicht das, zusammen, das, auf gar keinen Fall. Guck mal, das ändert natürlich alles, weil das ist Captain Eagle. Da waren zwei vertauscht plötzlich. Und weil das ist Captain. Das ist Captain Birdseye nämlich. Gisela denkt das auch. Ja, würde ich auch sagen. Habt ihr das gerade übersehen? Das hing noch die ganze Zeit da. Ja, verrückt. Ja, hab ich gar nicht gesehen. Das wurde ja vielleicht cool durch den Schnitt gelöst. Aber das passiert, wenn man früh morgens schon wach ist. Unterwegs ist, ja. So, als nächstes habe ich diese wunderbare Karte. Es handelt sich um Eskimo. Oh, Eskimo könnte aber tatsächlich... Was ist denn Olatz eigentlich? Keine Ahnung, ich habe Olatz noch nie gehört. Was ist das? Schminki? Schminki. Gesichtscreme. Oder Beauty, besser gesagt. Beauty, okay. Eskimo. Langnese. Würde ich auch sagen. Langnese ist tatsächlich... Langnese. Wollt ihr das so einloggen? Ich sage das einfach immer so. Warum heißen denn Markennamen im Ausland eigentlich anders? Das ist eine mehr als gute Frage. Dafür gibt es unterschiedlichste Gründe. Cool, erklär uns doch mal. Zum Beispiel ist es natürlich möglich, dass die Markennamen bereits registriert waren, bevor das Unternehmen ins Ausland expandiert hat. Mega, ja. Naheliegend. Ja. Andererseits gibt es Geschichten und Fälle, wo zum Beispiel ein Markenname im Ausland eine unterschiedliche Bedeutung hat. Kann sein. Oh. Zum Beispiel bei dem Mitsubishi Pajero. Keine Ahnung, ich kann kein Spanisch. Aber in Spanien heißt das Wichser. Und deshalb kann man es natürlich nicht auf dem spanischen Markt verkaufen. Das Wichser-Auto. Pajero heißt Pajero. Gut. Genau. Ja, wir schauen mal in den nächsten Namen rein, würde ich sagen. Oder andere Geschichte, es gibt natürlich auch noch nationale und lokale Gesetze.
So. Nationale drei Musketärs. Drei Musketärs. Was sind drei Musketärs? Wir könnten denn drei Musketärs sein? Ist es der Milky Way? Dabei da kommen drei Musketärs zu Schokolade. An meinem Gesicht merkt man gar nichts. Ich finde das gar nicht. Achse. Ich würde jetzt Achse. Olas. Deichmann sagen. Olas, Deichmann. Die drei Musketärs sind Deichmann. Ja. Viagra. Drei Musketäre kommen zusammen. Einfach alles ist Viagra. Okay. Alles ist Viagra. Alles ist Viagra. Können wir mehrere Sachen einfach an Viagra machen? Das ist auch nicht. Das ist nämlich der Prank. Musketiere. Was ist denn drei Musketiere? Weiß ich nicht. Ja, okay. Genau, drei Musketiere. Ja, okay. Wir ballern durch. Als nächstes hier haben wir Don Limpio. Das hast du aber schön. Don Limpio. Don Limpio. Don Limpio. Don Limpio. Don Limpio ist. Don, Dr. Edgar. Don Limpio, ja. Dr. Ne? Edgar, Don. Das ist der Don. Ich bin sozusagen der Don. Ich bin sozusagen der Don of Dead von GMI. Du bist der Don. Der Don. Der Don of Dead. Don. Ja. Don Limpio. Okay. So. Geil. Finde ich sehr interessant, was ihr beantwortet. Oh, das weiß ich. So, als nächstes. Das weiß ich. Das ist ja Pexi. Einfach. Pexi. Pexi. Was könnte das sein, ne? Oh, sorry. Das wollte ich verraten. Oh, das hast du viel verraten jetzt. Okay. Ja. Na, da wart ihr euch aber ganz schön schnell einig. Ja. Hier, ich kann nicht von hinten durchlesen. Dosenbach. Ja, bitte, das Bach. Geht, was ist denn in der Dose und könnte ein Bach sein? Dose. Dosenbach, Meisterprop. Nein, irgendwie alles klar. Nicht so. Warte mal. Ja, das ist ja Feuchtigkeit. Feuchtigkeitscreme, weil in der Dose ist ein Bach die Feuchtigkeit. Aha. Aber links ist der Deutsche, ne? Ja, links der Deutsche. Aber im Ausland nehmen die auch deutsche Namen, so, dass der Bach in der Dose ist. Das geht schon. Ja, aber das ist ja richtig. Zeig mal hier. Als nächstes haben wir Poulet Frit. Er kennt ja, geht. Oh, Poulet Frit. Da weißt du bestimmt. Kentucky. Das könnt ihr kennen. Hofer. Hofer, sag mir tatsächlich was. Hofer ist nämlich die Marke für. Schnell, hilf mir. Ist die Marke für. Lass bitte den Hofer hilf mir. Ist die Marke natürlich. Hofer, habe ich auch tatsächlich schon mal gehört. Aldi vielleicht. Echt? Oder Opel. Opel. Nee, Opel auf keinen Fall, aber Aldi. Wir haben eindeutig ein Platzproblem auf der Tafel. Ja, ist definitiv so. Ist sehr übersichtlich. Hofer, Burger King war auch noch nicht da. Als nächstes kriegt ihr von mir Hungry Jacks. Hungry Burger Jacks. Burger King. Burger King, würde ich auch sagen, ja. Burger King. Okay, dann macht mal. Ich werde mich dazu jetzt nicht äußern. Okay. Oh, ich glaube tatsächlich, Dosenbach könnte auch Deichmann sein. Yeah. Oh, echt? Okay. Das ist ja interessant, was du da alles findest. Ja. So, links. Links habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Das glaube ich ja, dass es Olas ist. Das ist Olas, glaubst du, ja? Gut, dann gehe ich nochmal Dosenbach. Natürlich die Frische aus der Dosis Axt. O-Links. Ja. Dosenbach, ja. Als nächstes, also links ist Olas, als nächstes haben wir Olay. Oh, upsi. Da würde ich mal sagen. Das würde ich Opel sagen. Nee, bleib mal bei. Bleib mal verschoben. Bleib mal das hier. Okay. Alles gut, okay. So, wir sind schon bei den letzten beiden angelangt. Ja. Und zwar Vanake. Vanake ist Milky Way. Machen wir mal kurz zu Opel, was definitiv nicht stimmt. Achso, ihr habt keinen Magnet? Ja, okay, Milky Way. Ja, Milky Way ist ganz klar. Vanake ist ganz klar Milky Way, ja. Hört sich auch gleich an. Okay, na dann. Absolut. Kommen wir zur allerletzten. Ja. Das müsste ja bei uns eigentlich Cameo. Aldi oder Opel oder was. Aber dann haben wir eins zu wenig, oder? Nee, Cameo. Quatsch, haben wir nicht. Opel ist verteilt, das geht schon auf. Ja. Nachdem anfänglich irgendjemand Cameo ist dann tatsächlich Meister Proper. Mhm. Okay. Bist du damit zufrieden, Kelly? Wir fragen nein, absolut nicht. Ich glaube, alles ist falsch. Langnese, Eskimo. Du musst jetzt mal unsere Auflösung machen. Wir dürfen nicht. Wir sind jetzt einfach so sicher. Na dann, Leute, hol ich mal meinen schlauen Zettel. Ich weiß das zwar auch aus dem Kopf. Aber ich kann euch schon mal sagen, Langnese und Eskimo ist korrekt. Yes! Und zwar. Danke, Publikum, Studiopublikum. Heißt Langnese Eskimo in folgenden Ländern: Österreich, Ungarn und Rumänien. Geil. Also, wenn ihr da mal ein anonymes Eis essen wollt. Da war ich schon mal. Das ist voll verrückt, ja. Da war ich auch schon mal. Komisch. Machen wir weiter. Doch. In Spanien heißt es Olla. Olla heißt das da? Oha. Aber sind in Spanien nicht immer Langnese Behälter? Ja, ne? Verrückt. Vielleicht, dass die Deutschen sich zu Hause fohlen am Ballermann. Ja, Dr. Oetker. Don Limpio, ganz heißt nicht Don Limpio, sondern. Dann haben wir Cameo. Und zwar in Italien. Oh, Cameo. What the hell?
Und dann schiebt das mal zur Seite, Don Limpio, das könnt ihr dann gleich neu zuordnen. Ja. Don oder Limpio, habt ihr schon eine Idee, wo es hinpasst? Ja, das Don Limpio ist Freddys erster. Wir müssen schnell machen, wird uns die ganze Zeit hier gesagt. Na, richtiger Stressfaktor gerade. So, Deichmann heißt. Ja. Hofer. Dosenbach. Und zwar in der Schweiz. Ach, ich hab's Scheiße, doch gesagt. Ich hab's doch gesagt, ey. Wer nennt denn Deichmann Dosenbach? Ja, das ist Axt. Total Unsinn. Das aber ich finde so von der Wortlänge her und so ist das schon sehr ähnlich. Ja, die dachten sich einfach, Mensch, wir müssen einfach ein genauso langes Wort finden wie Deichmann. Captain Iglo habt ihr zugeordnet zu? Captain Birds. Das ist korrekt. Geil. Yes. Ich gratuliere euch. Aldi. Sehr gut. Aldi Hofer, schon wieder korrekt. Wow! Geil, ich habe es gar nicht gerade verschoben. Ja. Okay, und jetzt kommen wir zu Opel. Ja. Ja. Leute, wart ihr noch nie in England? Don Limpio. Denn Opel heißt in England Vauxhall. Ah, weiß ich tatsächlich nicht. Nee, wusste ich tatsächlich nicht. Wusste ich auch. Ich habe das schon gesehen, die haben sogar ein anderes Logo im Kühlergrill. Echt? Und ich habe so die Marke gesehen und dachte mir so, okay, das gibt's auch gar nicht. Das ist tatsächlich verrückt. Habe ich mal gegoggelt. Pepsi war aber hat mir noch da. Pepsi und Pepsi, ihr glaubt es wahrscheinlich selbst nicht, aber es ist korrekt. Geil, ja. Ich habe es echt kaum geglaubt. Pepsi. So, und Viagra hattet ihr mit? Genau, wo ist denn das eigentlich hin? Vauxhall war das bei uns. Ah, stimmt, ja. Viagra das ist links, eigentlich. Das links. Links. Das ist links. Vanaike. Olay. Und Achtung, das ist super lustig. Das heißt, ist nämlich chinesisch und heißt Gast, der 10.000 Mal Liebe macht. Oh! Ja. Also ich würde dich erstmal schnell mal erkennen. Das werde ich nie sein. Wanakei-san. Wanakei-pai. Ich nenne mich direkt auf Twitter in Wanaike um. In Wanaike, ja. Gast, der Liebe macht. So, Meister Proper heißt in Don Spanien Don Limpio. Ah, schön. Aber Sturmi hat es schon in der Don Limpio. KFC, Poulet Frit, Kentucky. Ja, ja, genau. Ist korrekt. Ja, das ist klar. Burger King, Hungry Jacks, auch richtig. Olas, Olay, auch richtig. So, jetzt habt ihr zwei Dinger. Könnt ihr die nochmal richtig zuordnen? Klar, links ist ganz klar Axe. Korrekt. Und drei Musketeers ist dann sehr gut. Milky Way. Drei Musketeers. Three Musketeers heißt das in den USA übrigens. Guck, wie cool ich bin. Und ihr meintet ja, ihr kennt dieses Olay nicht, ne? Ja. Das heißt auf der ganzen Welt so. Olay. Nur in Deutschland anders. Ich weiß nicht, nicht mal ganz genau, Olas, das kennt ihr Olas, die neuen Haare. Ja. Ah, das kennt ihr doch. Ach, die Shampoos. Ja, unter anderem. Die Shampoos. Naja, Shampoo hin oder her und Menschen auch hin oder her. Wir sehen uns gleich in der Endcard. Gisela sagt Dankeschön fürs Zugucken und vorher machen wir natürlich noch mal eine Ankündigung für unsere wunderbare Hausaufgabe, das mir nicht gerade aufs Ohr gesagt wurde, denn ich bin spontaner Nachdenker. Wir sehen uns gleich wieder mit Hausaufgaben, Menschen, Liebe, Tieren. Menschen, Leben, Tanzen, Welt. Oh. Tiere. Ey, oh. Bis gleich in der Hausaufgaben-Endcard oder so. Es gibt eine crazy neue Änderung und zwar werden die Hausaufgaben jetzt immer am Montag oder Dienstag, soweit ich das verstanden habe, vorgestellt. Dann habt ihr bis Freitag Zeit, die Hausaufgabe auszuführen, denn wir werden sie im Flashback am Samstag im Video zeigen. Und die heutige Hausaufgabe ist, falls ihr irgendwo crazy Markennamen findet, ob es im Internet ist oder im Supermarkt, dann schickt uns die gerne zu, macht ein Foto davon, macht einen Screenshot, was auch immer ihr wollt und schickt uns das über Twitter oder Instagram oder wo ihr auch wollt in unseren Social Media Kanälen und dann freuen wir uns am Samstag das erste Mal im Flashback eure Hausaufgaben zu begutachten. Es wird der reinste Wahnsinn, also macht bitte mit. Danke, ich mache auch mit. Weitere Marken haben wir getestet im Original versus Fake Food Test. Falls euch diese Challenge interessiert, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Vergesst nicht zu abonnieren und einen Daumen hoch dazulassen. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!